Die Fotografin Gisela Renker dürfte vielen durch unsere Beiträge, aber vor allem auch durch ihre Bildbände bekannt sein. Im Volksbad Buckau ist derzeit eine Ausstellung mit Fotos aus Magdeburg aus den vergangenen 50 Jahren zu sehen. Das Volksbad Buckau lädt mit seinem Ambiente immer wieder zu interessanten Ausstellungen ein. Erstmals hat Gisela Renker ihr reichhaltiges Archiv durchforstet, um so etwas wie eine Retrospektive ihrer Arbeit zusammenzustellen. Da stellt sich fast automatisch die Frage, wie Gisela zur Fotografie gekommen ist. Na, meine Mutter war ja auch Fotograf und als die in der Schule dann unterrichtet hat, Fotografie, da hat sie so einen Fotozirkel gegründet und ich war 8 Jahre und da hatte sie mir eine Kamera umgehängt, eine Buwa Start. Ja. Und mit der Buwa Start bin ich dann losgezogen und ich wurde ja als 8-Jährige schon immer nach Magdeburg verfrachtet. In Ferien war ich immer 4 Wochen hier in großen Ferien und dadurch habe ich auch immer fotografiert. Und ein Teil der Fotos, die sind eben auch damals schon entstanden. Ich bin ja hier ausgestiegen am Bahnhof, da war ja alles noch voll Trümmer. Und 1961 wurde ja dann erst das Interhotel eröffnet und da habe ich dann auch Fotos gemacht, aber wie gesagt, die ersten Fotos waren nicht so, dass ich sie jetzt hier präsentieren konnte. Ich habe das eine Foto dort, das ist noch mit der Buwa Start entstanden, 1967. Da habe ich aus der Straßenbahn raus fotografiert, weil ich die Hochzeitskutsche so schön fand. Und wo die ganzen Schuttberge noch vor der Johanneskirche waren, das ist auch noch mit der Buwa Start. Und das Interhotel, wo es dann fertig war, da habe ich dann schon eine Praktika bekommen. Und da ist auch der breite Weg, da war ja damals alles nagelneu, was hier gebaut wurde, mit dem Kinderkaufhaus und dahinter war ja dann noch der Eulenspiegelbar und was da alles so in Magdeburg war. Ja. Und so habe ich mich hier durch die letzten 50 Jahre gehangelt. Und in dem anderen Raum sind ja eben noch viel mehr Fotos. Die sind als Reportagen zusammengefasst. Und ich habe ja immer für alle gearbeitet. Für die Zeitung, für den Magistrat, fürs Museum, fürs Landeskriminalamt, für ein Staatshochbeamt. Ich habe ja hier... Ich war ja auch die Einzige, die freiberuflich gearbeitet hat, hier in Magdeburg und im ganzen Bezirk. Ich habe die Werbung gemacht für den Konsum. Alles habe ich hier gemacht, was irgendwie so Werbedarf an mir hatte. Angefangen habe ich ja nach dem Studium bei der DEWAG-Werbung. Und wenn ich da aus dem Fenster geguckt habe, da war ja noch freie Bahn bis zum Bahnhof. Da war ja nichts, gar nichts. Ja? Das ist ja alles erst lange nach der Wende entstanden. Und so kann man die Fotos mit Fug und Recht als kleine Zeitreise durch 5 Jahrzehnte Magdeburger Entwicklung betrachten. Die Fotos dokumentieren die architektonischen Veränderungen genauso wie das städtische Leben in der Elbestadt. Man taucht ein in Geschichten und Erinnerungen. Ich wollte immer meine Fotoschule hier in Magdeburg eröffnen und ich habe einfach keine Räumlichkeiten gekriegt. Ich habe auch hier mal im Buckau, im Volksbad, im Keller habe ich mal Dunkelkammerkurse gegeben. Ich habe draußen Kursangebote nochmal. Davon habe ich 2 hier in Magdeburg und 1, wer eben dann vergrößern will. Ich habe jetzt seit vielen Jahren wieder das erste Mal ein Labor. Wer wissen will, wie es geht, ich würde analoge Fotografie anbieten und Dunkelkammerarbeit. Ich habe vor Corona habe ich in der Kunstschule gesessen. Da war ja immer vor Weihnachten so ein Verkauf. Und da waren ein paar Jungs bei. Die waren ganz stolz drauf, dass sie analoge Kameras haben. Und die Juren, das ist ein richtiger Hype. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele im Internet. Also da muss man mal gucken, das ist Wahnsinn. Kann man die Bilder, die jetzt hier ausgestellt sind, eigentlich auch erwerben? Oder? Ja, ich habe in meiner Tasche ist, ich habe pro Bild 100 Euro. Und dann die Reportagen 300, die farbigen und die schwarz-weiß, die sind ja nur einmalig, die sind ja unwiederbringlich. Dann, wenn sie einer hat, 400. Immerhin sind dort Aufnahmen darunter, die mittlerweile historischen Wert haben.
Die Ausstellung im Volksbad Bucher ist noch bis 9. November immer montags bis freitags zu den Öffnungszeiten bei freiem Eintritt zu sehen. Naja, als Fotograf hältst du mit der Kamera tot um, anders geht das nicht.